So, meine Freunde, willkommen zurück zu Lego Worlds. Natürlich wieder mit dem Drachenburschen. Und natürlich auch mit dem Ego White. Ich brauche jetzt gerade noch ein bisschen, bis ich mich hier in seine Welt rein verbinde. Zumindest kann ich ihm leider noch nicht beitreten, so gerne ich das tun würde, aber es geht bestimmt gleich los. Und da bin ich auch schon drinnen. Da oben ist ein Bär, da ist ein Bär. Nein, ich habe den Bär verpasst auf den Wolken. Wo bist du? Du bist da unten, genau. Über den Wolken. Eieiei. Müssen die Bären wohl grenzenlos sein? Oder so ähnlich. Man merkt gleich, es ist gleich eine Umstellung wieder vom PC auf die PS4. Es läuft alles wieder etwas mehr mit Hallo. Lags. Hallo, dafür läuft es hier mit dem Ego Whitey, das ist doch auch nett. So, hier haben wir rote Blumen. Und da vorne können wir uns gleich. Also in der Welt waren wir auch noch gar nicht hier. Gefällt mir aber. Sieht ganz schön aus hier, diese großen Bäume hier. Hinter dir, hinter dir, Hinter Grüner. mir? Wo ist da was? Da ist doch gar nichts. Komm her, ein Troublemaker, ein Troublemaker. Achso, du bist schon auf der Jagd nach den Grünen. Ja, natürlich, da gönne ich mir sofort. Also, was wir da schon alles gekriegt haben hier an Teilen, aber er hat noch nicht mal einen goldenen Stein gehabt. Leider nur sowas anderes gehabt. Eine Platte, 2x3. Okay, Da so, wurde mir hier gerade vorne. ein Boot angezeigt, aber das ist schon wieder. Doch, jetzt ist wieder da das Boot. Sehr gut, dann nehme ich doch das Boot gleich wieder. Nein, nicht tauchen, du sollst doch in das Boot reingehen, Mensch. So, den Buggy haben wir anscheinend schon. Hier ist irgendwo gerade auch ein Bär gewesen, aber ich glaube, der ist gerade abgehauen. Okay, ich fahre noch ein bisschen mit meinem Boot rum. Ups, so, einmal mit dem Boot fahren und wieder umstellen auf die Steuerung. Ja, doch, ist sogar relativ flott. Fährt schneller als dieses Boot, was man da sonst so bekommen hat. Sieht auch witzig aus, diese Bäume, die so halb im Wasser stehen hier drin. Ja, das stimmt, ja. Hier Nicht in der Höhle schlecht. ist auch eins. Okay. Einfach um. Ja, die Bäume sind alle etwas seltsam teilweise gepflanzt, aber es ist vielleicht nicht so schlimm. Wow, hier können wir sogar an Land Oh, fahren. ich wollte diesen großen Felsen, oder ich weiß nicht genau, was es ist, aber auf jeden Fall wollte ich da zerstören, weil ich da rein wollte. Okay, und hat funktioniert, oder? Ja, mach ich ja jetzt. Ich guck mal eben schnell nach hier. Ich glaube, ich nehme mal wieder einen anderen Charakter. Wen habe ich denn noch nicht gespielt? Den bösen Ritter habe ich doch noch nicht gespielt. Genau, dann nehmen wir mal den bösen Ritter. Brauchen wir natürlich auch noch ein böses Schwert dazu, damit der böse bewaffnet ist. Oder nehmen wir die Gitarre, die ist eh cooler. Nö, das ist einfach nur. Okay. Ja, Hier das ist rockt einfach nur gerade ein der böse Stab. Ritter. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So, hier ist der böse Bär, Alter. Den hol ich mir jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja, Bär, bleib sitzen. Er klettert einfach. Erklärt einfach nach oben. Ich habe in den Kommentaren auch noch gelesen gehabt, dass wir wahrscheinlich diese Charaktere, die so gelbe Herzen über ihrem Gesicht oder was auch immer schweben haben, über ihrer Gestalt schweben haben, dass wir die wahrscheinlich besiegen müssen, damit wir sie bekommen. Gelbe Herz. Gelbe Okay. Herzen. Also zum Beispiel der Troll hat, glaube ich, auch gelbe Herzen gehabt. Ah ja, okay. Na Das heißt, gut. hat der Bär gelbe Herzen über sich? Oder Nein, was? nein, 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 nein. Der will irgendeinen Bär hat eine Aufgabe für uns. Die müssen wir erledigen. Okay, ich reite lieber mal auf den Bären, wenn wir ihn schon haben. Tu das. So, ich schaue mich hier mal um jetzt mal für eine. Der schwarze Bärenritter bin ich jetzt. Oh Mann, das ist dann der Brombeerritter oder so. Wow, der Bär stellt sich sogar hin. Okay. Ja, ich habe auch bei dir gelesen, dass die. Hier, da kommt da der mit dem Heißluftballon, der Typ Ja, oder die genau, Typin. dass wir uns da die Herzen kaufen können. Genau. Und dann kriegen wir mehr Herzen. Das wusste ich auch nicht. Auf dem Bär hat man übrigens auch mehr Herzen, fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Herzen sogar. Also ein Das Bär ist hat aber. anscheinend 8 Leben. Man kann übrigens auch von Tier zu Tier springen normalerweise. Schauen wir mal, ob das hier geht. Also es ging zumindest in der. Ja doch, das geht glaube ich hier auch. Oder? Nein, jetzt hat es nicht geklappt. Ich wollte gerade vom Bär zu Bär springen. Guck mal, das schaffe ich jetzt. Ich will vom Bär zu Bär springen. Einmal rüber zum anderen Bären. Na. Mensch, hier und diese Schatzkiste, nimm sie doch! Die Bären, die unterhalten sich, glaube ich, gerade. Hier sind ja alles voller Bären. Aber haben wir schon mal eine Bärenquest gehabt oder so? Das nicht, oder? Noch keine gefunden. Ne, ne, ne. Schade. Also so ein Bär wäre natürlich cool, wenn wir den jederzeit uns spawnen könnten. Ey, cool Ups. wär's, wenn mein Charakter oder meine Figur hier mal die Kiste öffnet. Das wäre mal ganz cool. Das hat sicher auch Vorteile, ja. Macht er nicht. Was Wie hast denn du? Was so? ist denn für eine Kiste? Ist es eine große Kiste oder ist es nur so eine. Ja, so eine goldene. Ach so, so eine goldene, wo vielleicht sogar ein goldener Stein drin Ja, sein ja, könnte. ja, 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 ja. Mittlerweile haben wir ja sogar schon 54, ja, nicht schlecht. Ja, jetzt macht er auch von unten, ne? Wo du gar nicht drankommst, ne? Okay, hier will anscheinend das Eichhörnchen ein Foto haben von sich. Tatsache! Jawohl, da ist der goldene Stein, der nächste. Nummer 55 müsste das 55. sein. Jawohl. So, du willst hier ein Foto haben, das kannst du haben. So hat es zu laufen, Freunde der Nacht. So hat es zu laufen. Guck mal, Genau, ist so. sogar Nacht. Hat so wieder Es super stimmt, ja, gepasst. das ist mein Freund der Nacht, stimmt auf jeden Fall. Okay, ich glaube, es ist alles drauf, was ich auf dem Foto drauf haben soll, oder? Bist du damit zufrieden? Ja, ich glaube, das graue Hörnchen ist damit zufrieden. Hey, wir kriegen so eine Bauanleitung von ihm. Schauen wir, was es ist. Eine Kamera? Wir haben doch eine Kamera. Verstehe ich Kamera. nicht.
Bauanleitung für eine Kamera. Nee, ich dachte, es sah aus wie eine Bauanleitung, aber ich glaube, das war nur das Foto, was er gegeben hat dem anderen Typen da. So, zerstören wir mal diesen Felsen hier. Vielleicht ist ja was drin. Ich habe was sehr Gutes gefunden. Ich habe einen Taucher gefunden. Es gibt sie also doch. Und das an Land. Wo? Wo? Hier bei mir. Der hat auch gleich eine Quest für mich. Das heißt, den kann ich dann auch gleich freischalten. Da muss ich mir kurz die Waffe wechseln. Das Bauwerkzeug möchte er haben. Okay, dann reden wir mal mit ihm, was er genau haben möchte. Ich habe gehört, dass du gerne da bist. Probier dich mal hier ran. Okay. Okay, er sagt mir nicht mal, was ich bauen soll. Er hat nur gesagt, dass ich was bauen soll. Was bauen wir denn Schönes? Ein U-Boot. Ein U-Boot, ja. Aber ich glaube, mit den Steinen hier, die wir momentan noch zur Verfügung haben, das würde kein besonders schönes U-Boot werden. Ja, wir sollen ja auch eine eigene Welt machen. Aber Freunde, das geht ja erst bei 100 Steinchen. Genau, ja, also die richtig coolen großen Welten kann man erst bei 100 Steinchen bauen und das werden wir machen. Und das werden wir natürlich dann auch machen, wenn es soweit ist. Aber erstmal sind wir ja... Oh, ich höre, dass hier was Schönes. Ich höre den Händler nämlich. Hast du ein Herz jetzt mehr? Hast du jetzt 5 Herzen? Ich habe noch gar nichts, weil ich noch nicht beim Händler war. Ja, ich habe jetzt gerade ein Herz gekauft. Hätte ja sein können, dass beide zählt. Ich sehe es auch ehrlich gesagt leider nicht. Ah, okay. So, hier kann ich eine Axt kaufen. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Holzfäller oder so. Ja, schadet sicher nicht. Zur Not geht sie auch gegen irgendwelche gemeinen Tiere. Da haben wir ja spätestens aus Zelda wissen wir das ja, dass man da durchaus die Axt ab und zu mal die Holzfäller-Axt durchaus gebrauchen kann. Absolut, absolut. Wenn man gegen irgendwelche Kreaturen kämpfen muss. So, ja, die sind teilweise mega Felsen, mega Berge hier in der Welt. Aber irgendwie können die nichts. So, habe ich jetzt schön genug gebaut? Nein, ich soll noch mehr bauen. Oh Mann, der Mann hat schon wieder Ansprüche hier. Da bauen wir einfach irgendwas wild rum. Also irgendwie so, ich weiß nicht, also ich finde hier gerade diese Bauquest am Anfang, da werden wir jetzt noch nicht so groß was bauen. Aber wie gesagt, später haben wir auf jeden Fall vor, noch was, ein paar schöne Sachen zu bauen. Deshalb baue ich ihn gerade selber ein da. Jetzt reicht es ihm auch mal. Dachte ich mir auch. Würde mir auch reichen, wenn ich eingesperrt wäre. Was mir mal eingefallen ist, wir müssen ab und zu mal, wenn uns mal ein Gebäude gefällt, dass wir das einfach mal komplett abspeichern, weil das so direkt... Dann können wir es mitnehmen. Ja. Genau, also du so zumindest. Nachbauen. Stimmt, ich muss das. Ja, klar. Sieht gut aus, Kumpel. Mir gefällt, dass du so fertig bist. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Dafür kriegen wir auch eine Platte. Aber viel wichtiger ist, können wir ihn jetzt scannen. Ja, wir können ihn entdecken. Sehr gut. Damit haben wir jetzt auch den Tiefseetaucher als Figur. Ja, richtig gut. Ich probiere ihn auch gleich mal aus, ob der schneller tauchen kann als die anderen Charaktere, die wir sonst so haben. Wo ist er denn? Wo ist denn in der Tiefsee? Ach, ich muss ihn einfach noch kaufen, oder? Musste ihn auch noch kaufen. So, und jetzt sollte uns der Tiefseetaucher hier auch irgendwo zur Verfügung stehen. Wo ist er denn? Da ist er. Wo ist er? Da ist er, yo. Können wir einen hinsetzen? Ich wollte aber selber... der geht auch direkt zum Wasser, der Tiefseetaucher, ne? Der schwimmt gar nicht erst. Der ist direkt am Boden. Ja, so. Also, ich bin jetzt auch eine Runde Tiefseetaucher. Und, ja, doch, der schwimmt aber auch nicht so viel schneller als die anderen Charaktere, habe ich das Gefühl. Also wenn man jetzt mit dem Skelett oder so schwimmt, ist es jetzt eigentlich auch nicht schneller. Man sieht halt ein bisschen anders aus jetzt, aber ja, eigentlich kann man auch genauso gut das Skelett nehmen. So, hier ist ein Brummbär hier, der ist gerade irgendwo gespawnt. Ey, willst du keine Aufgabe haben oder so? Ja, anscheinend will er nicht. So, wo sind die Zombies? Wo sind die Zombies jetzt hier mit unseren 8 Steinen? Achso, du hast jetzt mehr Lebensenergie bekommen. Ich hab ein Herz mehr, ja. Okay, gut. Ja, ich leider nicht. Mir war das nicht vergönnt, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe dafür eine Truhe gefunden, unter Wasser in einem Tempel. Und ich schau mal, was da drin ist. Es ist... das ist groß. Oh, eine Trollkeule. Okay, ich muss, glaube ich, mal hier Licht anmachen, sonst sehe ich hier unten gar nichts. Sonst ist mir hier zu dunkel. So, gut, dass unsere Kamera hier... nein. Ich dachte, man kann sie sich auch hier anhängen, die Laterne, und dann trotzdem weiter die Kiste aufmachen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Aber dafür finden wir noch mehr. Jawohl, Mauer. Wir kommen unserer Burg auf jeden Fall näher. Wir haben jetzt schon einige Teile, glaube ich. Okay. Okay, ich sehe gar nichts mehr bei mir unter Wasser. Achso, ich war in der Kiste drin mit dem Kopf oder so, oder mit der Kamera, keine Ahnung. So, ich kläre erstmal wieder alles hier unter der Erde mit den ganzen Kisten, ne? Ich grab mich mal da durch wieder. Hier immer feste. Hier gibt es mir zu viele Bugs, deswegen springe ich lieber mal neu ab auf die Welt von oben. Und wir sind natürlich auch noch hauptsächlich auf der Suche nach Drachen, aber ich glaube, da sind wir hier auch irgendwie an der falschen Stelle. Bei mir wurde geschrieben, Drachen findest du entweder in Bergen oder in der Höhle findest du, also unter Wasser in der Höhle findest du auch welche. Okay. Also einer hat geschrieben, man muss die selber aus Eier brüten. Okay, also es gibt da anscheinend dann mehrere Varianten, um an die Drachen ranzukommen. Sehe ich das richtig? Ja, anscheinend. Naja, wir werden sie schon noch finden irgendwie.
Okay. Er wird auf jeden Fall Zeit, ne? Ja, wird auf jeden Fall Zeit, ja, würde ich auch sagen. Aber noch ist es nicht. Ich habe auch gesehen, bei Twitter hatten die mal gepostet, da hatten sie einen goldenen Drachen schon. Oh. Also es gibt da echt coole Sachen noch in dem Spiel zu entdecken, die wir noch momentan nicht haben. Was sind das Rote? Ach, das ist das, was wir hässlich gebaut haben da. Ich hatte übrigens gerade immer wieder den Bug, dass das Bild kurz schwarz geworden ist. Aber wenn man dann neu runterspringt, dann ist das sofort behoben. Dann ist das kein Problem. Dann kann man. Hast du das U-Boot hier schon gescannt? Nee, hast du noch. Ich habe noch kein U-Boot gescannt. Nee, Beiboot. Okay. Ach, dann hast du das gerade gar nicht gehabt? Ich hab's nicht gesehen, ne? So ein Schlauchboot ist da. Du bist doch gerade auch Boot gefahren am Anfang. Oder ach so, nicht? Das Boot. Nee, das hatte ich nicht gescannt. Stimmt, das habe ich irgendwie verpasst. Hier ist übrigens wieder Candyland auch auf unserer Karte hier. Ernsthaft? Ja, aber das ist nur eine ganz kleine Ecke am Rand von der Karte. Also da sieht man ungefähr, das ist ein Berg gefühlt und das war's. Also es ist nicht wirklich viel Candyland hier zu sehen, ja, zu entdecken. Also, hier ist leider kein Dungeon. Nee, das stimmt. Aber die Dungeons sind ja auch eher in der Castle-Welt und ich glaube, momentan sind wir ja nicht in der Castle-Welt. Momentan sind wir ja wieder, wie hieß das hier? Ja, jedenfalls hieß es nicht Castle, sagen wir es so. Da können wir uns drauf einigen. Aber schön ist es hier eigentlich schon, finde ich. Schon, aber man kann hier irgendwie nicht so viel entdecken oder erleben, oder? Nee, also das ist jetzt auch eher so eine Welt, die zwar schön aussieht durch diese ganzen Bäume, aber wo auf der Welt selber eigentlich relativ wenig zu entdecken gibt. Wobei natürlich auch die Welten sind ja relativ groß. Das heißt, ich glaube, ich setze mich jetzt nochmal in ein Flugzeug rein und mache mal nochmal eine große Tour über die Welt. Weil was hattest du alles gesehen gehabt hier bei der Welt? Also du mal so... Gar nichts, nur was war denn hier? Nur der Bär war hier, den hast du gesehen, du hast den Taucher bekommen. Ich meine, als du reingestartet bist in die Welt, da hast du ja auch kurz gesehen, wie die Welt selber aussieht. So, nee, ich bin nur hier gelandet und wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich nur dieses kleine Stückchen hier grün. Achso, wo du bist. Und der Rest ist alles Wasser. Achso, da ist außen echt nur Wasser rum? Ist nur Wasser. Okay, also ist eher eine Wasserwelt. Und du hast Candyland gerade entdeckt. Ja, gut, aber das war wirklich nur ganz bisschen an der Seite, also da ist wirklich nicht viel Candyland los. Ich fliege jetzt nochmal übers Wasser rüber, vielleicht kommt ja nochmal was anderes außer Wasser hier in dieser Welt. Wenn nicht, warte mal, ich hole mir den mal eben schnell. Wenn nicht, dann wird es sich auch fast schon wieder lohnen, zur nächsten Welt zu gehen, ich glaube, also... Aber ich fliege ja auch schon ziemlich lange, also momentan sehe ich echt nur Wasser hier. Wasser ist zwar auch cool, waren wir ja auch schon, haben wir auch schon, glaube ich, den ganzen Part unter Wasser verbracht. Da unten sieht es auch cool aus, achso, da sind auch wieder irgendwelche Korallenriffe. Ich habe das Ding nicht mal gesehen. Was? Ja, die Troublemaker auf der Karte werden, die wurde der mir angezeigt. Okay, achso. Und dann bin ich dahin, dann kam die Musik und weg. Und weg. Okay, ich habe hier noch einen ganz kleinen Landstrich gefunden in einer Ecke der Karte. Und da sind rosane Bäume? Waren in Candyland rosane Bäume? Nee, in Candyland gar keine. Nee, da waren nur Zuckerstangen. Okay, das ist aber auch nur so ganz am Rand der Karte. Da ist sonst, glaube ich, aber auch nicht mehr viel. Nee, also hier geht ja wirklich gar nichts. Nee, also die Welt ist hier gerade so ein bisschen... Also ich finde sie extrem schön, also diese Bäume sehen extrem schön aus, aber außer den Bäumen ist halt echt nichts los irgendwie, man trifft kaum Charaktere. Gut, den Taucher haben wir gefunden, der hat uns ja noch gefehlt gehabt und ein paar goldene Steine haben wir auch gefunden, von daher war die Welt jetzt nicht so schlecht, aber war jetzt auch nicht so die Welt, die man erlebt haben muss, glaube ich. Nee, absolut nicht. Also wenn du willst, kannst du dich da auch langsam schon wieder zum Shuttle begeben, dass wir dann schon fast wieder in die nächste Welt aufbrechen. Eine goldene Kiste noch, ich will noch ein goldenes Steinchen haben. Ja, nur kein Stress. Und danach düsen wir ab. Guck mal, kam sogar eins raus, Alter. Was ist denn hier los? Whitey, kauf dir eine Kugel, Alter. Mach dich nochmal selbstständig. Jawohl. Ja, Whitey weiß, was er hier tut. Hier sind auch nochmal, hier ist auch nochmal ein bisschen Candyland angedeutet hier am Rand der Karte, aber auch nicht so viel, wenn ich das richtig sehe. Ah, komm, hier, Fallschirm, ich hau ab hier da. Whitey ist raus hier. Das brauche ich nicht. Das tut er sich nicht länger an. Nee, absolut nicht. Regenschirm, mit Regenschirm ab zum Raumschiff, Freunde der Nacht. Okay. So. Das habe ich anscheinend auch alles noch nicht entdeckt gehabt hier. Also das sind auch wieder diese rosa Bäume, die sehen schon cool aus, aber hier ist leider echt der Rand der Karte. Also da geht's leider nicht weiter mit dem Gebiet der rosa Bäume. Hier ist auch überhaupt nichts in der Ecke, wo ich bin. Also da sind keine Schatztruhen, da ist wirklich nichts angezeigt. Kann so ein bisschen nach unten schauen, unter Wasser, was da noch so ist, aber das ist auch nicht so viel Neues. Ich glaube, unter Wasser sieht es auch immer relativ ähnlich aus. Naja, wie weit bist du fortgeschritten auf der Suche? Ich musste jetzt eben goldene Steine da reinwerfen ins Raumschiff. Mhm. Und jetzt kann ich losfliegen. Okay, ja, dann will ich dich von nichts abhalten. So, was brauchen wir denn mal für... Oh, die ist aber groß.
kenne die Welt, waren wir ja schon gewesen. Vielleicht irgendwas mit Bergen oder so wäre cool gewesen. Jetzt erinnere ich mich auch, was wir eigentlich in der letzten Welt hatten. Wir waren ja in dieser Kristallwelt eigentlich zuletzt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Eigentlich wollten wir die ja weiter erforschen, aber da gab es, glaube ich... Ja. Aber da gab es, glaube ich, dann sowieso nicht mehr so viel Neues in der Kristallwelt. Oi. Ja gut, hier, also die wird mir bunt angezeigt, ist grün, bisschen pink, wenig Wasser, also viel zu entdecken. Viel zu entdecken ist gut, ja. Viel dann zu entdecken. Dann fliegen wir da doch mal hin, würde ich sagen. Ja, wir können ja wieder abhauen, wenn ich das, oder? Eben. Wenn es uns nicht gefällt, dann können wir ja wieder abhauen. Freunde, und hier vorne, hier oben und so, habt ihr den Code. Das heißt, ihr könnt genau diese Welt, die wir jetzt besuchen, könnt ihr ja auch besuchen. Heißt, ihr müsst dann einfach nur diesen Code eingeben. Das ist echt ganz praktisch, dann könnt ihr das auch miterleben sozusagen. Genau. Also da, wo... Kann ich mir die Beine nass machen und trotzdem... Nein, jetzt wollte ich gerade probieren, ob ich mir die Beine nass machen kann und trotzdem in meinem Schiff drinne sitzen bleibe, in meinem Jetpack hier, aber das war mir dann doch nicht vergönnt. Da war dann der Whitey zu schnell schon wieder draußen. Entschuldigung. Ist kein Problem. So, Wildpferde werden hier auf jeden Fall gezähmt. Ja, bei mir wird noch gar nichts gemacht. Doch jetzt hier, Spline wird rekrutiert. Okay. Pakete also werden in Aufregung umgewandelt. Also im Zweifelsfall muss sowieso erst bei dir losgehen, bevor sich bei mir irgendwas tut. Kühe werden verschossen. Was? Wer verschießt denn Kühe? Ich. Warum machst du sowas? Die armen Kühe. Ey, gutes Rindfleisch, gut Eiweiß für Muskel. Okay. Wie weit bist du beim Laden? 25%. Das ist schön, bei mir bist du noch 0%. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit dem Laden ist jetzt komisch geworden. Von Welt zu Welt. Was ich sagen wollte, also wenn ihr mal seht, ne, bei uns in einer Welt, da geht's richtig zur Sache, Freunde, ja? Spult zurück, schreibt euch die Nummer auf. Ja, und ab in die Welt und dann gönnt euch auf jeden Fall genug goldene Steine, Freunde. Ich weiß gar nicht mal, ob ich die Welten überhaupt bei mir anschauen kann. Also ob ich mir überhaupt anzeigen lassen kann, welche Welt wir sind. Muss ich mal gucken. Weil ich habe ja viel weniger Möglichkeiten als der Beute. Ich sehe ja immer gar nichts. Stimmt, dann werde ich einfach die Nummer gleich mal durchgeben. Ja, genau. Kannst du auch machen. Oder du gibst sie nicht durch, dann werden die Leute bei dir nochmal, wenn sie neugierig sind, auf dem Kanal schauen. Das oder ist ja auch so, nicht Freunde. Ja, müsst ihr rüberkommen. Doppelter Klick hier. Ja, lohnt sich natürlich auch immer beim Whitey vorbeizuschauen. Den Link, wenn ihr bei mir seid, findet ihr in der Videobeschreibung. So, und ich bin jetzt auch bei 100% beim Laden und lande auch. Wir haben nichts freigekriegt hier. Das heißt, wir waren hier schon mal in so einem Level. Das ist doch wie das gerade eben, oder? Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee. Aber es sieht zumindest ähnlich aus, also mit diesen hohen Bäumen und so. Vielleicht ein bisschen, ja, ist jetzt mehr Nadelwald hier als beim letzten Mal, aber so von der Art her ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Oh, okay, wir haben einen Dungeon hier auf jeden Fall. Okay, gut, aber wir haben 5 Sprechblasen und was das in der Mitte ist, kann ich dir noch gar nicht sagen, weil ich das noch nicht gesehen habe. Okay. Sieht also aus wie eine Uhr. Okay, also in der Mitte kann ich jetzt nicht sehen, weil Karte wird mir ja nicht angezeigt. Ist das beim PC auch so, dass du nichts sehen kannst? Ja, das Problem ist dasselbe. Ja. Ist halt echt eigentlich ziemlich gemein, dass man hier verloren ist, wenn man nur Mitspieler ist. Aber mein Gott, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt hier, dass ich immer nur der bin, der abnicken kann, wenn es darum geht, in die nächste Welt zu fliegen. Wow, ist das riesig. Das ist ein großes Höhlensystem hier. Auch mal schick, so ein großes Höhlensystem. Der arme Kerl muss hier aber auch ganz schön schwitzen in seinem Neoprenanzug, in seinem Taucheranzug, wenn er hier die ganze Zeit rumläuft. Auf deiner Karte auch so grüne Punkte angezeigt? Ja, die sind bei mir auch angezeigt. Weißt du, was die bedeuten? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Quests sind oder so. Also hier gibt's anscheinend auch Bären. Also das ist jetzt im Prinzip so wie das letzte Gebiet, wo wir gerade eben schon waren, nur noch mal deutlich größer, wenn ich das richtig sehe. Weil das letzte Mal, im letzten Gebiet, wo wir waren, war ja echt sehr viel Wasser und sonst nicht so viel. Ja, das stimmt. Benutze jetzt auf jeden Fall öfters, glaube ich, dieses Abspringen mit dem Fallschirm. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Da kann man dann trotzdem nochmal schnell von einem Punkt zum anderen kommen. Oder vor allem schnell wieder aus einer Höhle zu... Was sind das Rosane da in der Mitte? Was zur Hölle ist das? Kann ich dir noch nicht genau sagen. Okay, dann gehe ich da jetzt mal hin, weil mich das auch interessiert, was das sein könnte. Nein, ich hänge noch an Bäumen fest. So, dann mal weiter. Hier ist noch ein Fahrzeug. Hier ist ein Bär. Ach, das ist so japanisch oder so. Das ist hier so japanisch irgendwas. Da gab es auch eine Welt, da erinnere ich mich noch an die Open Beta. Beziehungsweise Early Access war es ja. Okay. Kann man das wenigstens scannen, das Gebäude hier oder so? Nee, kann man nicht. Das kann man entdecken.
Runder Steinhaufen. Runder Steinhaufen, ey. Der ist wichtig, der ist wichtig. Ja, ihr wolltest du nicht schon immer mal einen runden Steinhaufen haben? Wenn ja, ja jetzt hast du die Gelegenheit dazu. Davon kannst du ausgehen, ey. Jetzt kann ich wenigstens heute Nacht wieder schlafen, ey. Ja, eben. Was hättest du gemacht, wenn du nicht diesen Steinhaufen gehabt hättest? Ich komme leider immer noch nicht dazu, mein neues schickes Flugzeug, also unser schickes neues Flugzeug auszuprobieren, weil ich dann hier auch überhaupt nicht starten kann. Ich hab den Dungeon gefunden. Das ist schön. Ich würde trotzdem nicht reingehen an deiner Stelle. Okay, ehrlich nicht? Ja, das fängt jetzt schon an zu lecken, Alter. Ich bin noch nicht mal drin. Ich bin noch nicht mal drin. Wobei man jetzt zum Beispiel in der Welt auch wieder merkt, dadurch, dass hier viele Bäume sind und so, leckt sowieso mehr. Das finde ich, merkt man schon. Hat man bei der letzten auch schon gemerkt. Also mit diesen anderen Welten, wo nicht so viel zu sehen ist, da ist es immer deutlich besser zu spielen. Und das ist ja auch geil. Ich bin in dem Dungeon, bin ich jetzt... Oh, diese Bäume sind riesig hier. Ah. Hier ist Wasser. Wir fliegen mal über das Wasser rüber, weil ich denke, auf der anderen Seite vom Wasser könnte vielleicht nochmal ein neues Gebiet oder so sein. Hier wird es auf jeden Fall lichter. Hier sind nicht mehr so viele Bäume. Jetzt habe ich mich selbst eingesperrt in der Höhle. Wie geht denn das? Was machst du nur immer? Was machst du nur immer, Whitey? Ja, das frage ich mich gerade auch. Aber das ganze Gelege macht mich gerade echt nervös, muss ich sagen. Geh bloß, ich sag ja, das Gefährlichste ist, in die Dungeon reinzugehen. Ich wollte da ja gar nicht rein, Mensch. In den Dungeon passiert nichts Gutes. Okay. Wollte doch nicht. Wow, hier ist nochmal ein riesiger rosa Baum. Diese rosa Bäume sind schon schick, aber irgendwie sind die kein eigenes... hier gibt es noch eine rote Bäume, okay. Ich glaube, hier könnte fast... Nicht angreifen, lasst mich in Ruhe! Hier könnte eigentlich fast ein neues Gebiet sein. Das sieht jedenfalls so aus. Hier ist alles so rosa Bäume. Kann das sein, dass das hier der Knochenspawner ist hier? Ich habe keine Ahnung. Kannst du den kaputt machen? Der Skelettformer. Das klingt so, ja. Das klingt so, als müsstest du den... Okay. Ich kann den nicht kaputt... Kann ich den... Warte mal, kann ich den... Wald. Ich hab doch ein neues Gebiet entdeckt. Okay. Das ist der Zierwald. Ich kann den auch nicht entfernen. Ach, hier ist Scheiße. Dafür brauche ich. Ach, Kacke. Was ist los? Hier brauche ich ja den Schlüssel dafür. Boah, ich komm nicht klar jetzt gerade, Leute. Also, wenn ihr bei mir guckt, dann guckt lieber nicht. Haltet euch die Augen zu, da passieren böse Dinge bei Whitey. Boah, ich will hier wieder raus aus dem Dungeon, Mann. Das ist doch nicht mal. Oh, ich wollte das doch nicht, Mensch. Wieso ist das Fahrzeug eigentlich weg? Hier stand gerade so eine coole Bohrraupe und dann laufe ich hin und plötzlich ist sie weg. Och, Mann. Du hast du sofort den Schlüssel gefunden. Ich habe die Truhe geöffnet. Wir sind hier abgehauen. Und dieser. Alter! Whitey weint. Nicht sterben, Whitey. Das Schöne ist gerade, ich bin ja in diesem Zierwald, der eh schon ziemlich schön ist, weil da überall diese rosa Bäume rumstehen und auch auf dem Boden überall Blüten sind und so sind wahrscheinlich Kirschblüten, sollen es wahrscheinlich sein oder so. Und dann geht auch noch die Sonne hier unter. Dadurch hat man total schönes Licht. Also hier ist gerade echt schön. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wo du den Schlüssel letzte Mal gefunden hast? Du fragst mich Sachen. Ja, nee. Okay. In Klammern, nein. Also hier ist auf jeden Fall der Scheiß. Wo ist der Schlüssel? Irgendwo in dem Dungeon drinne bei dir. Aber ich sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt vor dem Dungeon. Ich wollte da gar nicht rein. Daneben an war eine scheiß Kiste gewesen. Da habe ich mich runtergegraben. Ich kann doch nichts dafür, dass der Dungeon unter der Erde wie so ein Labyrinth ist. Ich hau ab hier. Nee, sorry, Freunde. Das sieht schon wieder nach einem neuen Gebiet aus, wo ich hier bin. Komm, wisst ihr was, Freunde? Dann gehen wir lieber zum Zierwald hier. Nee, warte mal. Hier unten ist ein Verspielte Prärie. Ich habe schon wieder ein neues Gebiet gefunden. Verspielte Prärie habe ich gefunden. Oh, Lex for the winner. Ich bin gerade sehr froh, dass ich hier auf meiner Seite bin. Ein goldenes Steinchen vom Troublemaker. Ja, leck ihn, fang ihn, leck ihn. Oh Mann, hast ihn erwischt. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!